Ja, ich würde Ihnen gerne zunächst etwas zur Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern sagen. Die Hospitalisierung beträgt 9,7. Sie ist im Vergleich zur letzten Woche leicht angestiegen von 9,3. Die Inzidenz liegt bei 1398,1. Auch hier haben wir einen leichten Anstieg gegenüber der Vorwoche zu verzeichnen. Die Belegung der Intensivbetten liegt bei 68. Das ist ein Rückgang von 77 in der vergangenen Woche. Sie sehen, die Corona-Werte sind weiterhin hoch. Wir befinden uns landesweit in der Warnstufe Rot, aber die Werte sind stabil und der Anstieg vom Dezember und vom Januar ist gebrochen. Wir haben deshalb heute im Kabinett beschlossen, dass wir in der vergangenen Woche beschlossenen Bund-Länder-Vereinbarung in Mecklenburg-Vorpommern komplett mitgehen, dass wir alle Lockerungen zu den Corona-Schutzmaßnahmen mittragen. Demzufolge gibt es drei Stufen. Die erste Stufe tritt am Donnerstag in Kraft. Da werde ich später noch ausführlicher eingehen. Die zweite folgt dann am 4. März mit einer weitgehenden Aufhebung der 2G-Regelung und der 2G-Plus-Regelung, zum Beispiel in der Gastronomie. Und dann letztendlich der dritte und letzte Schritt zum 20. März. Danach werden dann nur noch Basisschutzmaßnahmen wie Maskenpflicht im Innenbereich, die Abstandsregelungen, die Hygieneregelungen gelten. Die Ampel wird auslaufen und zusätzlich wird es eine besondere Regelung geben für sogenannte Hotspots, also für Regionen, die besonders stark von Corona betroffen sind. Die werden wir einführen. Unser Ziel ist es, mit möglichst wenig Regeln durch den Frühling und durch den Sommer zu kommen. Wir haben auch Regelungen im Schulbereich. Das wissen wir, dass wir in 14 Tagen dort die Maskenpflicht aufheben, natürlich weiterhin die Empfehlung geben der Maskenpflicht im Unterricht. In dem Gebäude wird weiterhin die Maskenpflicht bestehen und auch wenn man sich im Unterrichtsraum bewegt. Wir haben momentan von den 500 staatlichen Schulen 437, die in Phase 1 arbeiten, also komplett in Präsenz, dann 26 Schulen, die in Phase 2 arbeiten und 11 Schulen, die in Phase 3 arbeiten. Heute haben wir uns im Kabinett mit dem ersten Lockerungsschritt, den ich vorhin schon ankündigte, ausführlicher auseinandergesetzt, der also ab Donnerstag dieser Woche in Kraft treten soll. Da wird es dann bei den Kontaktbeschränkungen, bei den Treffen von Genesenen und Geimpften keinerlei Beschränkungen mehr geben. Das gab ja bisher die Begrenzung auf 10 Personen. Diese Begrenzung fällt weg. Beim Treffen aber mit Ungeimpften gilt weiter, dass die Kontaktbeschränkung, dass sich maximal ein Haushalt mit 2 weiteren Personen eines anderen Haushaltes dann treffen können. Und Kinder bis zum 14. Lebensjahr werden in dieser Rechnung dann nicht mitgezählt. Den nächsten Schritt werden wir dann zum 4.3. gehen und den beschließen wir in der nächsten Woche im Kabinett. Ich möchte zum Schluss des Corona-Ausführungen noch mich bedanken bei Frau Hilgemann, die wir für weitere Monate bis Ende Mai beschäftigen. Sie hat uns in der schwersten Krise des Landes begleitet und wir freuen uns, dass die Staatssekretärin uns auch beim Ausstieg aus der Corona-Krise weiterhin zur Seite steht. Wir wissen, Corona ist noch nicht vorbei und deswegen sind wir besonders dankbar, dass Frau Hilgemann uns auch für die nächsten 3 Monate noch zur Seite steht. Ich würde jetzt überleiten wollen zu unserer 100-Tage-Bilanz. Morgen sind wir 100 Tage in der Mecklenburg-Vorpommern-Koalition, in der rot-roten Koalition im Amt. Wir haben kein Programm für 100 Tage aufgestellt, sondern für 5 Jahre mit dem Titel Aufbruch 2030. Und das haben wir natürlich in Angriff genommen und möchten dann auch eine Bilanz ziehen zu den ersten 100 Tagen
die wir gemeinsam bestritten haben. Ich glaube, es war keine andere Regierung mit so vielen Herausforderungen gleich zu Beginn der Amtszeit beschäftigt wie wir. Aber wir haben das in Angriff genommen. Corona hat natürlich die Arbeit dominiert. Und zuerst war natürlich unsere wichtigste Herausforderung, dass wir das Land sehr gut durch den Corona-Winter bringen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch im Namen der Ministerpräsidentin nochmals bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern für ihr umsichtiges Verhalten bedanken. Sie haben dazu beigetragen, dass wir durch die Krise gekommen sind und dass tatsächlich der Kollaps des Gesundheitswesens nicht eingetreten ist. Die ersten 100 Tage hatten aber natürlich auch noch viele andere Themen außer Corona. Und wir sind aufgebrochen vor 100 Tagen, um unser Land wirtschaftlich zu stärken, um es sozial gerechter zu machen und natürlich auch ökologisch nachhaltig. Das haben wir alles in Angriff genommen. Ich würde sagen, wir waren sehr fleißig in den ersten 100 Tagen, haben ein ordentliches Tempo vorgelegt und haben natürlich auch in den Bereichen Soziales und Bildung eine Menge schon eingeleitet. Zum Thema Wirtschaft wird der Chef der Staatskanzlei dann weiter ausführen. So haben wir in unserer Kabinettsklausur fest verabredet, dass der kostenlose Ferienhort für alle Ferien ab Sommer dieses Jahres zum Tragen kommt. Das heißt, hier haben wir eine Gesetzesänderung vorbereitet, die wir dann auch im April in den Landtag einbringen werden. Wir werden das KiföG ändern, um den Ferienhort kostenlos zu machen. Das heißt also, dass Eltern bis zu 10 Stunden am Tag in allen Ferien ihre Kinder kostenlos in den Ferienhort bringen können. Das heißt Spaß und Freude für die Kleinen und Entlastung für die Großen auf der anderen Seite. Hier freuen wir uns besonders, dass uns das gelungen ist, auf alle Ferien auszudehnen und nicht nur, wie wir das ja von Corona kennen, da hatten wir es 2 Jahre, den Sommerferienhort kostenfrei zu stellen. Wir arbeiten natürlich auch im Schulbereich mit Hochdruck, und zwar an dem Bestand unseres Schulnetzes. Wir haben gesagt, wir geben ein sicheres Schulnetz. Bis zum Jahr 2030 wird es für uns oder mit uns keine Schulschließungen geben, die allein aufgrund von zu geringen Schülerzahlen sonst erfolgen würden. Die Schulentwicklungsplanungsverordnung wird jetzt geändert. Damit gibt es die Grundlage für die neuen Schulentwicklungspläne, die dann ab dem Jahr 2023 gelten. Und unsere größte Herausforderung in dem Bereich Bildung ist es natürlich, so viele gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu finden, die wir für einen hervorragenden Unterricht benötigen. Hier schreiben wir nicht nur mehr Stellen aus, als wir tatsächlich brauchen, sondern auch für die Referendarinnen und Referendare schaffen wir Anreize, die sich für den ländlichen Raum entscheiden, weil wir gerade im ländlichen Raum einen Mangel an Lehrerinnen und Lehrern zu verzeichnen haben. Hier gibt es eine zusätzliche Vergütung von bis zu 300 Euro im Monat, wenn sich eine Referendarin, ein Referendar entscheidet, seine zweite Ausbildungshälfte dann im ländlichen Raum zu machen. Weiter geben wir Fahrtkosten für Lehramtsstudierende, die eben auch ihre Praktika im ländlichen Raum absolvieren. Wir haben vieles in Gang gebracht, was uns am Herzen liegt. Und natürlich liegt uns auch der 8. März als Feiertag am Herzen. Hier werden wir im März den Gesetzentwurf in den Landtag einbringen. Und am 8. März 2023 wird es der 1. 8. März sein, der ein gesetzlicher Feiertag ist. Das ist für uns nicht nur eine Wertschätzung der Frauen im gesamten Leben. Es ist auch mehr Zeit für die Familie. Und hier sind wir stolz darauf, dass wir es auch so schnell in Gang bringen konnten, dass wir tatsächlich im nächsten Jahr schon den ersten Feiertag dann haben. Die ersten 100 Tage sind wie im Fluge vergangen. Nach den ersten 3 Wochen habe ich aufgehört zu zählen, weil ich nicht mehr nachkam. Es war sehr anstrengend, aber es hat auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte mich bei unserem Regierungspartner bedanken, lieber Patrick Dahlemann. Danke natürlich auch an die Ministerpräsidentin für die wunderbare Zusammenarbeit.
die war grundsätzlich von Vertrauen geprägt. Wir haben unser Land angefangen, weiterhin moderner und auch gerechter zu gestalten. Und ich möchte mich ganz herzlich für diese intensive und verlässliche Zusammenarbeit bedanken. Macht's für Sie alle leicht, für uns auch. Das will ich dir nicht unterschlagen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch liebe Zuschauer an den entsprechenden Livestreams, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Auch ich darf mit Corona beginnen und will nochmal unterstreichen, dass es für uns als Landesregierung immer oberste Priorität hatte, den Menschen zu schützen, jeden Einzelnen, in jeder Maßnahme. Da fühlt es sich vielleicht im Verkünden von Maßnahmen leichter an, wenn wir über Lockerungen reden. Es war auch wichtig, in den letzten zwei Jahren in dieser so schweren Zeit für unser Land zusammenzustehen. Und da war es immer ein besonderer Kurs, sowohl der alten als auch der neuen Landesregierung, dafür auch den parteiübergreifenden Konsens zu suchen, das mit dem Landtag gemeinsam zu machen und dabei auch die entsprechenden politischen Kontrahenten mitzunehmen. Und das will ich an dieser Stelle auch unterstreichen, dass das auch in dieser Legislatur für uns, für beide Koalitionspartner gilt. Wir reichen all denjenigen die Hand, die Ideen davon haben, wie man Mecklenburg-Vorpommern noch besser machen kann, über einen guten Koalitionsvertrag hinaus. Und das ist etwas, was uns auch im politischen Umgang so ganz, ganz wichtig ist. Allerwichtigstes Thema neben der Bewältigung der Corona-Pandemie für das einzelne Leben und für den Schutz von Leben. Wenn man sich anguckt, mit welcher Bilanz wir aus dieser so schweren Zeit herausgekommen sind, dann ist es gut und richtig, dass Mecklenburg-Vorpommern die geringsten Todeszahlen auch im Vergleich mit den anderen ostdeutschen Bundesländern hat. Der Kurs der Strenge war richtig. Wir haben dabei aber nicht nur die Pandemie und die einzelnen Maßnahmen im Blick genommen, sondern uns immer gefragt, wie kommen wir auch wirtschaftlich und sozial so gut wie möglich durch diese Pandemie. Und da ist es eine Handschrift einer rot-roten Landesregierung, wenn der Koalitionspartner sagt, wir müssen Härten auch beispielsweise mit einer Unterstützung bei FFP2-Masken abfordern, weil wir eben auch das ganze Land, alle Einkommensgruppen im Blick haben müssen. Wir haben uns bei dem klaren Thema Wirtschaft an vielen Stellen als Land Mecklenburg-Vorpommern durchsetzen können. Da will ich explizit das Stichwort erhöhtes Kurzarbeitergeld und die Verlängerung der Überbrückungshilfen nennen, was aus den Sozialpartnern in Mecklenburg-Vorpommern im V-Gipfel an uns herangetragen wurde und wir auf Länderebene im Austausch mit der Bundesregierung, konkret Ministerpräsidentin und Bundesarbeitsminister, so auch durchsetzen konnten. Das ist keine Maßnahme, die in den Sonntagsreden der Politik vorkommt, sondern bei jedem Beschäftigten vor Ort im Portemonnaie spürbar ist. Mit der Fortführung der Neustartprämie, ein Alleinstellungsmerkmal Mecklenburg-Vorpommerns, und dem Restart-Programm für lebendige Innenstädte haben wir konkret unsere Unternehmen, aber eben auch die Beschäftigten unterstützt. Ich freue mich, dass die Verlängerung auch des Restart-Programms lebendige Innenstädte jetzt so gut abgerufen wird und wir uns gemeinsam dieser Herausforderung stellen, wie wir die Auswirkungen der Pandemie auch so gering wie möglich in nachhaltigen Schaden lassen. Zweifelsohne gehört aber zur 100-Tage-Bilanz der Landesregierung, ohne Schonfrist, ohne Zählen der beiden Partner, auch die richtig schwierigen Entscheidungen neben der Pandemie. Und da darf ich Ihnen sagen, dass zweifelsohne der schmerzhafteste Moment in den ersten 100 Tagen die Insolvenz der MV-Werften war und ist. Sie fordert uns in aller Kraft, in den Beratungen, die in Bezug auf Corona schon viel Zeit einnehmen, dann häufig noch bis in die Nachtstunden hinein. Die Landesregierung hat sich bis zuletzt um eine Lösung bemüht, aber die ist letztlich daran gescheitert, dass der Eigentümer der Werft nicht bereit war, persönlich einen höheren Beitrag zu leisten und entsprechende Folgewirkungen auch damit entstanden sind. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war also ein für uns Erfahrungsschritt, der gleichzeitig aber auch das Krisenmanagement dieser Landesregierung von Anfang an unter Beweis gestellt hat. Und ich glaube, dass wir das an dieser Stelle auch gezeigt haben. So kann man auch die heutige Kabinettssitzung darin einordnen. Die Landesregierung steht ganz fest weiter an der Seite der Beschäftigten, ist in einem intensiven Austauschprozess mit Bund, Gewerkschaften, aber auch mit einem hochmotivierten und engagierten Insolvenzverwalter. Wir arbeiten an Zukunftsmodellen für die drei Werftstandorte. Und so haben wir kurzfristig für die Beschäftigten eine Möglichkeit geschaffen. 1.939 Beschäftigte werden in den kommenden vier Monaten ab 1. März von der Transfergesellschaft auch partizipieren. Dazu haben wir gerade heute im Kabinett den Beschluss gefasst und Wirtschaftsminister Reinhard Mayer
wird auf die Details dementsprechend noch eingehen. Es ist zu unterstreichen, diese Werfteninsolvenz ist Corona-bedingt und so war es richtig, dass wir auch die entsprechenden Mittel, die wir im Landeshaushalt dafür bereitstellen können, über den Schutzfonds auch nutzen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist unser Ziel, Mecklenburg-Vorpommern darüber hinaus wirtschaftlich neu aufzustellen. Eine der größten wirtschaftlichen Chancen besteht in unserem Land mit der Energiewende und dem Ausbau der Wasserstofftechnologie. Darin liegen Herausforderungen und Chancen gleichermaßen. Herausforderungen, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess mitzunehmen, gleichzeitig aber auch die Chance, in gut bezahlten Arbeitsplätzen zu nutzen. Ich gucke da gerne auf Unternehmen wie Apex oder die Eisengießerei Torgelow und weiß zugleich, dass wir auch mit Nordec in Herausforderungen uns in diesem Bereich befinden. Wir haben beschlossen, dass grüne Gewerbegebiete, die sich mit Strom aus dem lokal erzeugten erneuerbaren Energien versorgen, künftig eine 15% höhere Forderung verbunden wird. Also ein ganz konkreter Anreiz, dieses Thema auch in der eigenen Unternehmenspolitik vor Ort umzusetzen. Allerdings wird die Energiewende nur gelingen, wenn wir es eben schaffen, die Menschen besser mitzunehmen, als uns das in der Vergangenheit gelungen ist und wir auch ein Augenmerk darauf legen, ob die Energiekosten für die Menschen bezahlbar sind. Es ist neben den Themen wie Corona oder der aktuellen Russlandfrage das entscheidende Thema, wie sind diese Energiekosten für die Bürgerinnen und Bürger bestreitbar. Deshalb haben wir uns auf Bundesebene dafür eingesetzt, dass wir zügiger zu einer Abschaffung der EEG-Umlage kommen. Das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, für den Wirtschaftsstandort Mecklenburg-Vorpommern. Wir setzen aber vor allem auch auf Entlastungen für die einzelnen Arbeitnehmer. Und deswegen werden wir auch nicht müde, beispielsweise die Thematik der Mobilität durch Vorschlag 1 einer erhöhten Pendlerpauschale in den Blick zu haben. Die Menschen müssen sich leisten können, auch jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Und um den Bereich Wirtschaft abzuschließen, darf ich durchaus für das erste 100-Tage-Programm noch mit einer freudigen Botschaft enden. Die Ansiedlung der Firma Birkenstock durfte ich in meiner vorherigen Funktion und übrigens auch mit dem vorherigen Koalitionspartner eng begleiten, dass wir jetzt als Landesregierung neu diese Aufgabe haben, eine Ansiedlung von über 1.000 Arbeitsplätzen und damit einer der größten in der Geschichte dieses Landes in Vorpommern umzusetzen, ist ein ganz, ganz wichtiges Zeichen dafür, dass wir beide Landesteile gleichermaßen im Blick haben. Die Landesregierung arbeitet aber nicht nur mit der Wirtschaft und den Gewerkschaften sehr eng zusammen, sondern vor allem auch mit der kommunalen Familie. Es war ein ganz zentrales Zeichen, den Kommunalgipfel so früh zu Beginn der Legislatur zu machen. Noch keinen Monat im Amt und wir sind mit den Spitzen aus Landräten und Oberbürgermeistern zusammengekommen. Was ist das Finanzierungsfundament für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern? Und wir haben über die Streckung von Rückzahlbeiträgen sichergestellt, dass die Kommunen handlungsfähig bleiben und damit auch weiter mit Planungssicherheit vor Ort investieren können. Nicht wir in Schwerin entscheiden darüber, was geht und was nicht geht. Dafür brauchen wir meinungsstarke, streitfreudige und gut aufgestellte Kommunalvertretungen. Das sagen wir beide auch aus tiefer Überzeugung als leidenschaftliche Kommunalpolitiker. Damit können wir ganz konkret vor Ort helfen. Wir halten an dem Grundsatz der guten Finanzausstattung in Mecklenburg-Vorpommern fest. Weitere wichtige Vorhaben liegen unmittelbar vor uns. Einige davon hat die Vizeministerpräsidentin gerade angesprochen. Das Wichtigste ist ganz sicher, wir beraten noch im März den Kabinettsentwurf zur Aufstellung des Doppelhaushalts. Wir werden mit dem Landtag leidenschaftlich darüber streiten, was am Ende die in Zahlen gegossene Politik dafür auch ist. Digitalisierung in der Polizei, die weitere Ausstattung unserer Feuerwehren, der Umgang mit der afrikanischen Schweinepest, wie weiter beim Tariftreuegesetz oder was heißt konkret auch Stadt- und ländlichen Raum im Blick zu nehmen. Alles das werden Antworten sein, die Sie in dem Haushalt ablesen können. Ich bin allen Ministerinnen und Ministern sehr dankbar, die in der anspruchsvollen Corona-Zeit diese Chefgespräche mit dem Finanzminister so professionell und souverän durchgezogen haben. Und da werden wir dann an nächster Stelle auch entsprechend liefern können. Ich will mich auch im Namen der Ministerpräsidentin, im Namen von Manuela Schwesig ganz herzlich bedanken. Es ist ein besonderes Klima, ein Klima, das nicht nur auf Vertrauen beruht, sondern auch aus zutiefster persönlicher Zuneigung Dinge für dieses Land zu machen. Wir arbeiten einfach gern zusammen und das gehört in einem solchen Kabinett auch dazu. Es wird nicht geguckt, wer hat von der Rosinenpickerei in A- und B-Themen etwas davon, sondern wir wissen, wir haben beide was davon, wenn wir Mecklenburg-Vorpommern voranbringen. Und das ist etwas, was in der Politik nicht selbstverständlich ist. Ich jedenfalls kann mich bei der Finanzministerpräsidentin da nur ganz, ganz herzlich bedanken und freue mich weiter allen Akteuren im Land, die das vielleicht etwas kritischer anders sehen als wir für diese 100 Tage, auch ihnen die Hand auszustrecken und Mecklenburg-Vorpommern damit weiter voranzubringen. Ja, das finde ich auch Wahnsinn, dass Russland auf Oldenburg, wenn wir aber auch
Na, es ist ja unsere Hoffnung, und da setzen wir ja alles daran, dass es auf diplomatischem Wege, also friedlich ohne Einsatz jeglicher Waffen, geklärt wird. Die aktuelle Entwicklung sehen wir tief betroffen und natürlich mit allergrößter Sorge. Der Bundeskanzler hat immer klar gesagt, dass im Fall eines Einmarsches in die Ukraine alle Optionen auf dem Tisch liegen, und diese Position unterstützen wir als Landesregierung. Und die Bundesregierung hat sich gerade eben entschieden, die Zertifizierung von Nord Stream 2 bis auf Weiteres zu stoppen. Und selbstverständlich unterstützen wir auch diese Entscheidung der Bundesregierung. Und wir haben uns als Land dazu entschieden, die Klima- und Umweltstiftung zu bitten, ihre Arbeit ruhen zu lassen. Wir haben auf die Stiftung den Einfluss, dass wir sie bitten können, die Arbeit ruhen zu lassen. Und das alles Weitere werden wir im Kabinett beschließen. Heute Abend wird es eine nächste Sitzung von uns geben, in der wir dann die weitere Entwicklung beraten. Die sollen nicht aufhören zu arbeiten. Momentan bitten wir die Klimaschutzstiftung, ihre Arbeit ruhen zu lassen, bis wir die weitere Entwicklung absehen können. Momentan geht es uns oder geht es hier um Krieg und Frieden. Das ist für uns erst einmal entscheidend, und alles Weitere werden wir hinten anstellen. Also wir bitten, und was anderes haben wir nicht, wir bitten die Klimaschutzstiftung, alle Projekte jetzt tatsächlich ruhen zu lassen und keines der Projekte weiter fortzuführen. Mecklenburg-Vorpommern hat immer gesagt, dass wir den MPK-Beschluss bundeseinheitlich so erstreiten wollen und ihn dann auch 1:1 umsetzen. Das heißt, wir reden über eine stufenweise Umsetzung. Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Peak der Omikron-Welle bei uns im Land noch nicht erreicht ist, und deswegen wäre eine sofortige Abschaffung aller Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt auch falsch. Darüber hinaus haben wir uns mit den Landtagsfraktionen dazu verständigt, dass es bis zum 19. März auf Basis unserer wichtigen Ampel auch diesen Kurs geben wird. Es wird vor allem am nächsten Dienstag jeder einzelne Schritt auch nochmal durchdacht, wo wir vielleicht vorher 2G oder 2G-Plus-Maßnahmen hatten, wie weit man dann auch an der Stelle mit 3G arbeiten kann. Und ab dem 20. März wird dann die Corona-Ampel auf Basis der Stufe Rot, das wird Grundlage der Detaildiskussion sein, durch die Hotspot-Regel ersetzt. Wenn es lokale Ausbruchsgeschehen beispielsweise in Pflegeheimen gibt, dann ist das nochmal eine Herausforderung auch für einen Ort drumherum. Und so wollen wir das auch mit der kommunalen Familie entsprechend aufstellen. Die Sozialministerin hat heute im Kabinett darüber informiert, dass es eine Verteilung im Land gibt. Beispielsweise starten Impfaktionen in Greifswald und Neubrandenburg. Die logistischen Anforderungen sind bei Novavax auch in Bezug auf Menge etwas anspruchsvoller. Und es gibt auch eine entsprechende Prioritätenliste, wer dafür in Frage kommt. Beispielsweise sind Akteure in Pflegeberufen, die sich bisher noch nicht dazu durchringen konnten, impfen zu lassen, jetzt wirklich noch mal ganz, ganz herzlich aufgerufen. Wenn wir in diesem Land nicht nur gut aus der Pandemie rauskommen wollen, sondern uns vor allem auch gewisse Schritte im Herbst und im Winter ersparen wollen, kann man nur an jeden Bürger in diesem Land appellieren: Bitte lassen Sie sich impfen, nutzen Sie gerne auch neue Impfstoffe wie Novavax. Nein. Alle Bereiche, in denen wir uns verständigt haben mit Schritten, setzt Mecklenburg-Vorpommern so 1:1 um.
Der nächste große Schritt ist damit der 4.3. Der bewegt sich in dem Umsetzungskatalog der MPK. Verständigt hat man sich bei überregionalen Großveranstaltungen, also da, wo der Mecklenburg-Vorpommern vielleicht eher nach Brandenburg oder Hamburg fährt. Ansonsten in den überregionalen Sachen sind wir einheitlich. Und darunter hinaus findet sich auch eine enge Abstimmung mit den anderen Bundesländern. Beispielsweise koppeln wir uns mit Niedersachsen, Brandenburg oder auch Schleswig-Holstein in diesen Fragen auch eng rück.